Erste Liebe, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Das ist auch eine sehr verstörende Story, kann für den einen oder anderen verstörend sein, pass auf. Kindergarten damals gewesen. Ich und ein Kollege, Julian hieß der Bruder, guter Mann gewesen, Italiener, guter Mann gewesen, wirklich. Auseinandergelebt mit den Jahren, ich hoffe, ihm geht's gut, ich hoffe, der ist erfolgreich. Shamina kennt die Geschichte schon, Littlefoot-Story, Shamina, jetzt kommt's. Die wird euch verstören, die Story. Sarah hieß sie damals, ziemlich sicher, dass sie Sarah hieß. Ich und Julian, wir haben uns Sarah geschnappt, wir fanden die beide gut. Ab ins Rutschen, Klettergerüst. Ihr kennt doch diese, wo man so hochklettert, eine Leiter. Dann hat man so einen kleinen Raum, der meistens abgeschottet ist, wo man nicht reinschauen kann. Und dann geht eine Rutsche runter. Wir sind hoch ins Klettergerüst. Was haben wir gemacht, Schatz? Ratet mal. Was haben wir gemacht mit der Sarah? Ratet. Du hast die mal geblasen. Nee, ich habe Julian keinen geblowt. Hört mir zu. Dreier. Fast. Passt auf, Chat. Wir haben Spielchen gespielt mit der, okay? Wir haben Spielchen gespielt und zwar haben wir Littlefoot gespielt. Wer von euch kennt Littlefoot, Chat? Eins, die Dinos. Kennt ihr die noch? Passt auf, ich mach eure ganze Kindheit jetzt kaputt mit der Story. Das war Littlefoot, okay? Das war Littlefoot und Littlefoot hatte Eltern, okay? Littlefoot hatte auch Eltern. Littlefoot hatte Ellies. Hier, das war die Mama, das war der Papa. Ich war die Mama, Julian war der Papa, Sarah war Littlefoot. So. Littlefoot ging es nicht gut. Littlefoot hatte eine Verletzung. Littlefoot hatte eine Verletzung, Chat. Und die Eltern mussten sich um die Verletzung kümmern. Ja, und die Verletzung war an einem Ort, der jetzt eher unüblich ist. Ich sag's, wie es ist, am Arschloch. Am Arschloch. Am Arschloch hat sich Littlefoot verletzt. Ich kann nicht lügen, Chat. Es ist so, wie es ist, Digga. Am Arschloch hatte Littlefoot eine Verletzung, Digga. Es war halt so, Mann. Ja, passiert bei Dinos. Und Julian und ich haben das Ganze genau inspiziert und Doktorarbeit geleistet, Digga. Wir haben da ein bisschen rumgefummelt, bin ich ganz offen und ehrlich. Da bin ich offen und ehrlich. In der Rutschenkiste oben, in der Dings halt da bei der Rutsche oben, keiner hat uns gesehen. Wir haben da, ja, Spielchen gemacht. Bin ich ehrlich, Chat? Ja, ich bin ehrlich. Ist eine verstörende Story, ich weiß. Aber war so. Und das war, glaube ich, meine erste Liebe auch. Ich glaube, ich war verliebt in die zu dem Moment. Ja, nee, das war halt wirklich so, Chat. Ich lüge euch auch jetzt gar nicht an, Digga, um eine Kacke zu erzählen, die lustig ist. Es war genau so. Fragt Julian, fragt Sarah. Stell dich mal vor, ich treffe Sarah heute irgendwo. Stell dich mal vor, ich treffe die, steh vor der. Und die erinnert sich zurück. Scheiße, er hat doch damals diese kranken Spielchen mit mir gemacht in der Rutsche. Stell dich mal vor, Sarah, guck grad zu. Die weiß ganz genau, von was ich rede, Sarah. Meld dich bei mir, privat. Ja. Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind, Chat, das war halt einfach so, Digga. Wir wussten da, Digga, jetzt um mal ernst zu sein, da wusste ich noch nicht mal, was Sex ist, Bruder. Also for real nicht, da wusste ich nicht mal, was Sex ist, Digga. Ich hatte keine Ahnung von so einem Scheiß. Das war, man wollte halt ein bisschen rumforschen, wisst ihr, wie ich meine? Mit dem Daumen halt so ein bisschen. Dran gerochen auch. Ja? War so. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch ähnliche Geschichten aus eurer Jugend, oder nicht? Als wäre ich jetzt der einzige kranke Bastard hier, der an Erschleichern rumgefummelt hat. Haben wir doch alle, oder nicht? Seid ehrlich. Seid ehrlich. Ja, wir haben doch alle da mal ein bisschen rumgehantiert.